Mary Ann dachte, dass sie diesem niedlichen Typen aus New York eigentlich gar nicht widerstehen wollte. Außerdem war sie in dieser Kneipe in der M Street sicher. Was sollte hier schon passieren? Schlimmstenfalls spielte die Musicbox einen Titel der New Kids on the Block. »Ich stehe nicht so gern im Scheinwerferlicht«, sagte er gerade und lenkte sie in den hinteren Teil der Kneipe. »Du hältst dich wohl für einen zweiten Tom Cruise, stimmt's? Dieses Lächeln, funktioniert das eigentlich jedes Mal? Kriegst du damit immer das, was du willst?« fragte sie. Aber sie lächelte ebenfalls, forderte ihn heraus, spornte ihn zu Höchstleistungen an. »Ich weiß nicht. Manchmal funktioniert es ganz gut, schätze ich.« Sie standen in dem abgedunkelten Flur im hinteren Teil der Bar. Er küsste sie, und der Kuss erfüllte Mary Anns sämtliche Hoffnungen. Er war irgendwie sogar süß, auf jeden Fall sehr viel zärtlicher, als sie erwartet hatte. Er versuchte nicht, sie gleichzeitig irgendwo anzufassen, auch wenn sie vielleicht gar nichts dagegen gehabt hätte. Aber so war es besser. »Hui!« Sie stieß schnaubend den Atem aus und fächelte sich mit der Hand Luft zu. Das sollte ein Scherz sein, auch wenn es nur teilweise scherzhaft gemeint war. »Es ist wirklich ein bisschen warm hier drin, nicht wahr?« sagte Sullivan und entlockte der College-Studentin damit ein weiteres Lächeln. »Ein bisschen eng, findest du nicht auch? Tut mir leid, aber ich gehe auf gar keinen Fall mit dir irgendwo hin. Wir haben ja nicht mal ein Date.« »Verstehe«, erwiderte er, »habe ich auch nicht mitgerechnet. Nicht mal einen Gedanken habe ich daran verschwendet.« »Natürlich nicht, dazu bist du viel zu sehr Kavalier.« Er küsste sie noch einmal, und dieser Kuss war tiefer. Es gefiel Mary Ann, dass er nicht so leicht klein beigab. Auch wenn es keine Rolle spielte, sie würde auf keinen Fall mit ihm irgendwo hingehen. Das machte sie grundsätzlich nicht, niemals. Also zumindest bis jetzt nicht. »Du kannst wirklich gut küssen«, sagte sie. »Das muss man dir lassen.« »Du hältst dich auch ganz wacker«, erwiderte er. »Um ehrlich zu sein, du bist eine tolle Küsserin. Das war der beste Kuss meines Lebens«, fuhr er in neckischem Ton fort. Sullivan ließ sich mit dem Rücken gegen eine Tür fallen und sie stolperten unvermittelt in die Herrentoilette. Dann stellte sich Jimmy Hatz von außen vor die Tür. Er hielt dem Schlachter immer den Rücken frei. »Nein, nein, nein«, sagte Mary Ann, musste aber dennoch lachen. »Die Herrentoilette? Das war echt witzig, verrückt, aber witzig. Genau das, was man auf dem College ebenso macht.« »Du glaubst wirklich, dass du mit einem davon kommst, stimmt's?« sagte sie. »Meine Antwort lautet ja. Ich mache eigentlich immer das, was ich will, Mary Ann.« Plötzlich zückte er ein Skalpell, hielt ihr die blitzende, rasiermesserscharfe Klinge dicht vor die Kehle, und von einem Augenblick auf den anderen war alles anders. »Und du hast recht, wir haben kein Date. Also ich will kein Wort hören, Mary Ann, sonst war es dein letztes auf dieser Welt. Das schwöre ich. An diesem Skalpell klebt schon Blut«, sagte der Schlachter mit einem heiseren Flüstern, das dazu gedacht war, ihr wahnsinnige Angst einzujagen. »Kannst du es sehen?« Dann berührte er seine Jeans im Schritt. »Diese Klinge hier würde nicht ganz so wehtun«, er fuchtelte ihr mit dem Skalpell vor den Augen herum, »aber diese hier umso mehr. Entstellt ein hübsches Gesicht für den Rest deines Lebens. Das ist kein Scherz, College-Mädchen.« Er zog den Reißverschluss seiner Jeans auf und legte Mary Ann Riley das Skalpell an die Kehle, ohne sie zu verletzen. Er hob ihren Rock hoch und zerrte ihr blaues Höschen beiseite. Dann sagte er, »Ich will dir nicht wehtun, das spürst du doch, oder?« Sie brachte kaum ein Wort heraus. »Ich weiß nicht. Ich gebe dir mein Wort, Mary Ann.« Dann schob er sich in das College-Mädchen, langsam, um ihr nicht durch einen plötzlichen Stoß weh zu tun. Er wusste, dass er eigentlich so schnell wie möglich machen musste, aber er wollte ihr strammes Inneres nicht verlassen. »Und zur Hölle, ich werde Mary Ann nie mehr wiedersehen.« Zumindest war sie schlau genug, nicht zu schreien oder sich mit den Knien oder Fingernägeln zu wehren. Als er fertig war, zeigte er ihr ein paar Fotos, die er immer bei sich trug, nur um ihr klarzumachen, in welcher Situation sie sich befand. 100%ig klar.
Ich habe diese Aufnahmen persönlich gemacht. Schau sie dir genau an, Mary Ann. Du darfst mit niemandem über den heutigen Abend sprechen, mit absolut niemandem. Ganz besonders nicht mit der Polizei. Hast du verstanden? Sie nickte, ohne ihn anzuschauen. Du musst es aussprechen, meine Kleine, und du musst mich dabei anschauen, so schmerzhaft es auch sein mag. Verstanden, sagte sie. Ich spreche mit niemandem darüber, niemals. Schau mich an. Ihr Blick begegnete seinem, und die Verwandlung war verblüffend. Er sah Angst und Hass, und das gefiel ihm. Der Grund dafür war eine lange Geschichte, die Geschichte einer Kindheit in Brooklyn, eine Vater-Sohn-Geschichte, die er lieber für sich behalten wollte. Braves Mädchen, es klingt seltsam, aber ich mag dich. Was ich sagen will, ich spüre eine gewisse Zuneigung zu dir. Auf Wiedersehen, Mary Ann. Mary Ann. Bevor er die Toilette verließ, durchsuchte er ihre Handtasche und nahm ihre Brieftasche heraus. Als Versicherung, sagte er, sprich mit niemandem darüber. Dann machte der Schlachter die Tür auf und verschwand. Mary Ann Riley ließ sich am ganzen Körper zitternd auf den Fußboden in der Toilette sinken. Sie würde das, was soeben geschehen war, niemals vergessen. Vor allem nicht diese grässlichen Fotos.